nice to meet ya. Stepping first, Risa. Christian Dior. Christian Dior. Jesus. Nice to meet ya. Ich dachte, aus dem Weg. Ja, fährst du jetzt auch in den Zapfsalon rein, ne? Was? Das würde ich nie tun. Ja, fährst du jetzt auch in den Zapfsalon rein, ne? Was? Das würde ich nie tun. Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, Karl Otto. Ein Loch ist im Eimer, Karl Otto. Du bist tot. Halt die Klappe. Ach so, Entschuldigung. Oh, meine Puffmama. Kannst du bitte langsamer fahren? Ich höre dich jetzt schon in die Sachen reinfahren. Nee, ich höre das bis hier, ne? Ich hab einen Unfall gebaut. Ich kann nicht die Tür klemmen. Warten Sie mal. Was ist das für ein Knopf hier? Da steht R drauf. Okay. Ich glaube, das war keine gute Idee. Wie komme ich jetzt raus? Naja, also ich wollte dich ja nicht raustragen, aber geht nicht. Ja, weil die Tür klemmt, du Affe. Mach die Tür irgendwie ab, keine Ahnung. Ja, ich mach die Tür aber ab. Geh. Okay. Simsalabim. Ich hab ne Idee, aber dafür müsste ich losfahren. Ja, ist okay. Okay, warten Sie mal. Mach einfach das hier, so. Mach die Tür einfach auf. Ey, jetzt ist es doch auf, jetzt klemmt es doch nicht. Aber warten Sie, nein, ich muss die Tür weg. Nein. Aber das war doch komplett sinnlos. Die Tür war, die ging doch jetzt auf. Ja und? Die haben gesagt, Tür wegmachen. Stopp. 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 Hallo? Sie hören mich perfekt. Keine Ruhestörung, sind die blöd? Ich rede mit ihm. Hallo. Wie heißt du nochmal? Ich? Herr Kollege, stören Sie mich nicht, ich telefoniere mit der Polizei. Warum telefonierst du mit der Polizei? Weil du fährst wie ein Irrer. Jetzt denkt der Polizist, ich habe Scherzanrufe gemacht. Das ist doch jetzt scheiße. Dann ruf mich Herr Hill an. So, hören Sie mich wenigstens. Das ist ja super, ihr Kult. Wir heißen Herr Joscha Heinz, heißen Sie, ne? Ja. Ja, dem. Ich hab meinen Kollegen ein bisschen gehört. Ich sag mal so, was er sagt, ist absoluter Müll. Das ist kein Müll. Das ist Müll. Also der Herr in Blau sagt, sie werden anscheinend zusammen im Auto gefahren. Das ist richtig, weil der Kollege und mit seinem Krankenwagen in eine Zapfsäule reingefahren ist. Ja. Nein, bin ich nicht. Also wir haben eine Meldung bekommen, dass eine Zapfsäule. Aber ich kann ja nichts dafür, dass die Zapfsäule explodiert, wenn ich diesen Schlauch in meinen RCB. Auf einmal fährt mein Auto los und ballert da richtig rein. Da kann ich ja nichts tun. Also der Herr hat uns angerufen, dass sie mit einem Auto irgendwo reingefahren werden. Stand der Herr Snow außerhalb des Fahrzeugs und ist das Fahrzeug alleine in die Zapfsäule reingefahren? Er hat das alleine reingefahren. Ich stand währenddessen in meinem Fahrzeug. Also ich saß in meinem Fahrzeug. Stopp. Ich sag dir Stopp. 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 Die konnten. Ah, diese Bremse! Ach ja, wollen Sie Ihren türkischen Onkel besuchen oder was machen wir hier? Gott, du bist ein Bremsschwan, Alter! Ja, Jungs, das war das allererste Funny Meme Club Video. Leider ist das Videomaterial nur von mir, da jetzt noch keine Clips eingesendet wurden. Daher freuen wir uns sehr, falls du welche von Novo dann hast. Schau gerne auf unserer Instagram Meme Page vorbei, unten in der Video.
Da kannst du auch deine Clips einfach rüberschicken oder über E-Mail unten in der Bio. Also sage ich, scharfe Jungs und danke, dass du bis heute da warst. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Energy.